Ja, guten Morgen, liebe Trail-Gemeinde. Es ist wieder mal soweit, das Lohn zur Trail. Wir haben das 40. Lohn zur Trail heuer. Es freut mich, dass so zahlreich gekommen sind. Aber es wird auch wieder funktionieren. Ein paar Freiwillige von der Spurfarbe Grün, von der Spurfarbe Weiß. Ja, Herr Kommissar, gab es irgendwelche Probleme bis jetzt? Nein, überhaupt nicht. Nichts, aber.
Ja. Martin Sonnleitner. Ja, Kompetenz, hallo. Und Enthusiasmus hinter dem Mikro. Danke für dein Engagement. Was sagst du zur heutigen Veranstaltung? Ja, großartig wieder. Freut mich, dass ich wieder mehr mit dabei sein kann im Breitsport, besonders 40-jähriges Jubiläum beim Teilhof im Schaureit. Ja, die Qualität der Fahrer natürlich sensationell. Also das Zuschauen macht richtig Spaß. Die jungen Fahrer, die sich hier herankämpfen bei den Junioren und auch in der Jugendstaatsmeisterschaft. Also es ist echt großartig. Und ja, das Teilnehmerfeld natürlich auch ideal wieder für eine tolle Veranstaltung. Ich glaube 112, 120, sowas sind heute am Start und ja, großartig. Gekartetes Spiel. Ja, weil die Blauen noch vor mir wieder alle gelb fahren. Das ist die alle hier. Ich meine, Herr Meissen schneller sind. Aber wir werden schauen. Tschüss, Max, ja. Starkes Jahr heuer schon mit den Büchern. Zweifach Sieg am... Einer der routinierten Trailfahrer war 2011 schon Siebter in der Staatsmeisterschaft, 2012 Sechster und zuletzt 2017, 16 und 15 jeweils Dritter. Also der Andreas, 26 Jahre, der weiß natürlich auch, wie es geht. Jawohl, auch hier schafft es hier. Eben, los am See. So, Philipp Döller. Wer und ich, der? Wer hier in der Staatsmeisterschaft. So, wer war in Runde 1 der Erste? Der hier ohne Fuß drüber gekommen ist. Schau mal. Bitte. Ja. Ja, großartig. Rettet sich hier drüben. Jetzt. Die haben es jetzt etwas eiliger. Bernhard Walkner. Der letzte, 14.58 Uhr, ja, wir haben noch ja, eine Stunde theoretisch Zeit hier und auch praktisch zum Absolvieren aller vier Runden. Deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Sie kann man nicht. Raufgetrieben. Vom Dach. Was ist das? Marco Melper. 15 Jahre jung, der mit absolut jüngste hier in der Open-Klasse. Wahnsinn, ja, da hat er jetzt für Schrecken gesorgt, ein bisschen, der Philipp, knappe Angelegenheit. Treilhof heute gehabt, ja, das ist kein Problem für... Naja, leider zweimal hier. EM-Starter, WM-Starter. Er ist ja ganz großartig unterwegs heute. Er setzt hier wirklich die Arrivierten unter Druck. Ja, auch toll hier. Marco Mempia. Und schau mal auf die Ausfahrt, der wird sich gleich wieder den Lenker richten. Ja, sehr gewaltig. Jetzt haben wir eine 1 hier stehen. Nein, wirklich nicht wieder. Aber wieder gut gemacht. Dann lassen wir für Fabio. Andi Leitner. Der Erste in der roten Spur, in der Staatsmeisterschaft, in der Open-Klasse, ohne Hubraumbegrenzung. Ja, ein Fuß reicht hier noch. Okay.
25 Sekunden noch Zeit hat er gehabt, wurde ihm von der Gemeinde angezeigt. Ja, das geht sich aus von der Zeit hier. Auf den Salzburger aus Neukirchen vom SC Mühlbach. Er war ja zweimal hier ganz großartig unterwegs, zweimal die Null gestanden. So, jetzt kommen sie auf diese Auffahrt ran. Alles gut gegangen für den Barnabas. Aus Ungarn. Ja, viele Läufer der Open-Klasse in der dritten Runde unterwegs. So auch Bernhard Walkner mit der Nummer 9 vom SCRT Trail Team. Jawohl! Gut gelöst hier! Komm! Geht hier bislang. So, jetzt die letzten Meter vor der Konzentration. Es ist spannend, es ist